Südkorea-Interview mit dem Simon Diodene, Captain vom TuS Efringer Kirche. Simon, das Spiel ist gerade zu Ende gegangen hier beim FC Erzinger, 1:4 verloren. Eigentlich ein ungewöhnliches Ergebnis für euch. Ihr seid auswärts die beste Mannschaft gewesen, zumindest bis vor dem Spiel. Was war heute los? Ja, heute haben wir es eigentlich nicht anders vorgehabt wie in den letzten Auswärtsspielen. Ja. Heute war klar, bei dem Wetter, bei dem Platz, dass es eigentlich nur über den Kampf geht. Ich denke, weitergehend haben wir den Kampf angenommen. 1:0 geführt, ja. War nicht schlecht. Klar, dann hatte Erzinger ein bisschen Oberhand, hat auch bessere Chance. Ja. Mach es 1:1, 2:1. Dann sind wir ja wie so oft in letzter Zeit beim 2:2 eigentlich näher dran. Ja. Chance vom Jochen Bürgenach kurz davor. Ja. Ja, und dann hinten raus haben wir halt aufgemacht und dann kriegen wir halt das 3:1, 4:1. Genau. Läuft halt zur Zeit. Fast in jedem Spiel. Gut, was bei euch eklatant ist, ist das, was zu Hause läuft, sagen wir mal, ein Punkt bis jetzt und mehr nicht. Ja, da baut euch dann Heimkomplex auf oder wie kann man sich das erklären als Außenstehende? Ja, es ist ein bisschen komisch. In der Landesliga haben wir ein Dreivierteljahr zu Hause nicht verloren. Aha. Jetzt ist es gerade irgendwie umgekehrt. Daheim läuft es einfach nicht. Mhm. Ja, wie zuletzt jetzt auch gegen Laufenburg. Ja. Waren wir auch beim 2:2 dran, krieg ich 3:1, 4:1. Ist 3:1 nur. Ja. Ja, komplex. Vielleicht ist zurzeit auch ein bisschen in den Köpfen drin. Ja. Es läuft auch vieles gegen uns zurzeit. Jetzt ja, soll heute keine Ausrede sein, aber heute habe ich auch 5-6 Stammspieler gefehlt. Es war einiges zu zweite dabei. Fabio Hallas ist gesperrt. Genau. Also es ist jetzt nicht gerade die optimale Situation für euch heute. Das nicht, aber wir haben trotzdem, ich habe zu den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir haben heute schlagfertige Truppe. Auch die Jungs von der zweiten, die haben sich super eingebracht. Heiko Barstorff macht es 1-0, ja. Also von dem her. Klar, ein bisschen Qualität hat uns vielleicht gefehlt, aber ich denke, ja, wie so oft, ist halt auch ein bisschen Pech dabei in letzter Zeit. Ja, gerade eben fiel das Stichwort Landesliga, ich war 2 Jahre oben. Damals, der Aufstieg war eine riesige Sache für den Verein, war das erste Mal im überregionalen Fußball. Ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass einem das jetzt ein bisschen schwerfällt, sich wieder zurückorientieren in die Bezirksliga, weil man ja doch ein bisschen an den Fußball in der Landesliga geschnuppert hat, der sich auch einen Unterschied bietet, oder? Ja, klar. Ja, ich sag mal so, wir haben die Bezirksliga-Saison sicher nicht unterschätzt. Ich wusste, dass es dieses Jahr eine starke Saison ist, sieht man jetzt auch im Tabellenstand. Ist relativ ausgeglichen, schön auch verliert, 4 Spiele in Folge, ist immer noch Zweiter. Also es sieht, dass es recht ausgeglichen ist. Ja. Vielleicht war es in den Köpfen drin, dass es einfacher läuft, dass es vielleicht ja, wieder wie in der Aufstiegssaison, dass man auch mehr Tore schieße. Ja. Aber ja, ich sag mal, die Mannschaft in der Bezirksliga hat sich auch verbessert. Mhm. Und wie gesagt, das Niveau in der Bezirksliga ist dieses Jahr auch nicht so schlecht. Mhm. Gut, dann wollen wir dich jetzt unter die Dusche schicken. Das Wetter passt noch. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Simon, und alles Gute im TuS Efringer und dir persönlich. Merci, danke.